Das unübersehbare Wahrzeichen von Mülheim-Kärlich ist Geschichte. Um 15.38 Uhr fällt der Kühlturm des ehemals 160 Meter hohen Atomkraftwerks in sich zusammen. Wie ein Kartenhaus, als wäre er aus Pappe. Allerdings nicht ganz wie geplant. Die Kollegen und die Zuschauer vor Ort überrascht über den Zeitpunkt. Da bleibt einem jetzt gerade die Sprache weg. Das ging so schnell. Und hier wird geklatscht. Oh. So schnell habe ich es nicht erwartet. Also, dass es so unspektakulär eigentlich war. Ne? Man hat fast verpasst den Moment, wo es dann passiert ist. Also, das war schon toll. Dann war es eine Sekundensache. Unfassbar. Ich habe gerade noch meinen Fotoapparat auslösen können. Aber es ist schon emotional total bewegend gewesen. Wirklich. Ja. Auch der Projektleiter dachte, es würde noch eine Weile dauern. Ist ein bisschen eher gekommen als vom Modell her erwartet. Ja. Aber wir haben das schon gesehen, weil die Spannung auf den Stützen war so groß, dass die Werkzeuge richtig Mühe hatten, die Stütze zu zerstören. Ja. Vielleicht eine Stütze später hätten wir es eher erwartet, aber alles gut. Der spektakulärste Teil des Abbaus ist damit passiert. Aber der Rückbau wird noch viele Jahre in Anspruch nehmen. Es wird auch angestrebt, dass bis 2025 der gesamte Rückbau erfolgt sein wird. Und man muss auch den Mitarbeitern großen Respekt zollen, auch den Mitarbeiterinnen natürlich. Es läuft alles plangemäß und sehr verantwortungsbewusst. Und so konnte der Turm einstürzen. Nach und nach wurden die 12 Meter hohen Kühlturmstandbeine ferngesteuert von diesen Spezialbaggern angeknabbert. Und durch diese Schlitze in der Betonschale konnte der Turm dann einfach in sich zusammenfallen. Wenn auch ein ganz kleines bisschen früher als erwartet. Vor Ort sind alle froh, dass der Turm so problemlos und ohne Zwischenfälle in sich zusammengefallen ist.